Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem Juni-Video der Ertragszahlen. Leider habe ich eine kleine Unpässlichkeit. Ich habe keine Einzeltageswerte vom Wechselrichter zur Verfügung. Ich habe nur die Gesamtsumme vom letzten Monat. Tut mir leid, ich werde die Daten dann nachreichen, wenn ihr das möchtet. Kann ich gerne noch ein kleines Video nachreichen. Heute geht es aber vor allem erstmal um die Monatswerte vom Juni, die KWH pro KWP, wo euch ja immer interessiert. Und dazu geht es dann, warum, wieso, weshalb, wie kommt es, was ist passiert. Diese Frage werden wir heute klären. Heute geht es im Großteil um den Umstieg von meiner Erstanlage zur jetzt mittlerweile angeschlossenen größere Norderweiterung auf 29,93 Kilowatt Peak. Was würde ich aus heutiger Sicht anders machen und was würde ich so belassen, wie wir das gemacht haben in den letzten 2,5 Jahren? Ich würde mich freuen, wenn ich euch nach dem Überflug, nach dem neuen Überflug meiner Anlage, meiner Komplettanlage, jetzt sind wir nämlich fertig, hier wieder begrüßen dürfte. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. So, ich hoffe, euch hat der Überflug gefallen. Dürft ihr mir gerne eure Kommentare dazu hier unten in den Posts vermerken. Gefällt euch das Video? Gefällt es euch nicht? Gut, kommen wir jetzt einfach mal auf die Schnelle zu den Endergebnissen vom Juni. Ganz einfach, ich habe mir zwischendurch die Werte aufgeschrieben, kurz vorm Freischalte der neue Anlage oder vorm Verkabeln, und darum habe ich überhaupt die alten Werte, sonst hätte ich nämlich null und nichts. Warum, das erkläre ich euch nachher. Jetzt gehen wir kurz auf die Werte ein. Ich habe letzten Monat 2573 Kilowattstunden geerntet. Das sind 106,5% laut PVGIS. Hierzu muss man sagen, in diesen Werten sind 4 Tage mit der neuen Anlage und die hat halt einiges mehr an Power. Ich will jetzt das gar nicht rausrechnen. Ich bin jetzt hier auf 137 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak gekommen. Sind es ein paar Kilowatt weniger, vielleicht sind es 130 in real gewesen, wenn man nur die kleine Anlage mit 18,75 kWp genommen hätte. Aber mir fehlen die Werte. Gucken wir uns jetzt mal die Neuanlage ein bisschen genauer an. Hier habe ich eine Tabelle vorbereitet. Nicht von der Zahl erschrecken lassen. Das Rote ist die Erstanlage mit 18,75 kWp. Hier habe ich noch in die Klammer geschrieben, was wir effektiv haben. 18,896 kWp. Das war nochmal zur Verdeutlichung die Südanlage mit 11,25 kWp, die Ostanlage mit 3,75 und die Westanlage auch mit 3,75. Wenn man jetzt nur die Südanlage betrachtet, was gern der ein oder andere anführt, dann kommen wir auf einen Jahresertrag von 1113 Kilowattstunde pro Kilowatt Peak. Aber ich habe ja keine reine Südanlage. Mir verwässert das Ergebnis ja durch die Ost- und Westanlage. Die Ostanlage ist relativ schlecht. Die ist halt ziemlich im Schatten vom Haus.
Und da haben wir nur 780 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Bei der Westanlage sieht es nochmal ganz anders aus. Da haben wir 1043 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. In Summe gibt es rechnerisch 1032 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Jetzt haben wir die neue Anlage dazu gebaut. Hier habe ich die Anlage neu, Anlage 2 mit 10,92 Kilowattstunden. Das ist das, was auf dem Modul draufsteht. Die 420 Watt. Und das sind in effektiv 11,03 Kilowatt Peak, wo die haben. Die Nordost und die Nordwest, die werden nur durch die Garage verdeckt. Die hat jeweils 2,94 und die Nordost, das ist die einzige mit einer anderen Neigung, die haben wir nämlich nur 10 Grad. Das sind dann 5,04 Kilowatt Peak. Hier habe ich nochmal die Anlage 1 aufgeschrieben, also die Generatorleistung mit 18,896. Dann die Anlage 1 und 2 haben wir dann 29,93 und das ist eine Veränderung von plus 59,6%. Die Module hatten wir bisher 50, haben wir jetzt 76 Module drauf auf dem Dach. Das ist eine Veränderung um plus 52%. Der Jahresertrag laut PVGIS von 19.353 Kilowattstunden zu 28.191, somit um plus 45,7%. Die kWh pro kWp ist von 1032 auf 950 runtergegangen und somit um minus 8%. Das ist auch logisch. Die Südanlage, wie gerade eben erklärt, die hat den höchsten Sonnenertrag und Nordost und Nordwest, die sind wir nur bei 666. Das zieht natürlich die Gesamtanlage ordentlich nach unten. Das heißt, wir landen bei 950. Auch hinzugekommen ist ein BYD-Speichersystem, 7,7 HVS. Hochvolt-Speichersystem nennt sich das. Hier habe ich nochmal die erzielten Werte aus 22 aufgeschrieben. Es waren 21.770, das war nämlich ein Bombejahr, obwohl nur 19.350 laut PVGIS vorhergesagt war. Die Ernte von 23 war 19.555. Also ziemlich genau getroffen. 24 können wir noch nichts sagen, lassen wir auch mal weg. Hier sind die ersten Monate, Januar, Februar, März, April, Mai. Juni ist blau-grün, weil es 6 Tage haben wir von der neuen Anlage hier schon Werte mit drin. Ich habe jetzt mal diese zwei Werte zusammengezählt und mal geschaut, da sind wir plus 7% gegenüber PVGIS. Sollte sich das auch in der nächsten Zeit fortsetzen bei diesem Wert mit plus 7%, dann landen wir doch bei einem Jahresertrag von über 30.000 Kilowattstunden. Das wäre ein Ziel, aber das sind ungelegte Eier. Das lassen wir jetzt mal die Finger weg. Das gucken wir nach der Realzahl. Hier habe ich dann noch einen Räder gemacht mit der Aufteilung. Das ist jetzt also mein Häusli von oben. Die Südanlage hat jetzt einen Anteil von 38%, das wäre das da. Die Ost-West-Anlage hat jeweils 12,5%. Das hier ist die Ostfläche hier hinter und das ist die Westfläche. Neu hinzugekommen sind die Käseabschnitte, wo ich rausgezogen habe. Nordost flach. Das sind die Dohanne, das sind 17% von der Gesamtanlage und die Nordost- und die Nordwest-Teile, das ist jetzt nur dieselbe Dachfläche, nur geteilt hier durch den Giebel. Die Westanlage mit 7 Module, 2,94 kWp und das gleiche nochmal hier mit 7 Module auf der Ostseite. Insgesamt bin ich dann mal auf die Werte gespannt. Schauen wir uns nochmal die Jahre 22 bis heute an. Das Gelbe, hier steht es auch, das ist die PVGIS
Anlage 1, was zu erwarten war. 22 war natürlich in Bombayar vielmal mehr als die gelbe. Hier natürlich auch wieder. Und ja, hier ein bisschen drunter sogar gibt es auch. Im Winter performt sie ein bisschen schlechter, wie es aussieht. 23 war dann hier das rote. Im Sommer war auch ein super Wert. Und hier, das ist das Sorgekind von 24, der Juni. Da haben wir 6 Tage den Strom von der Gesamtanlage drin. Leicht über dem PVGIS. Ich denke, ohne die neue Anlage wären wir so ziemlich genau auf PVGIS-Level rauskommen. Das ist jetzt also die Anlage 1 mit 18,75 kW. Gucken wir jetzt nochmal weiter runter. Ja, hier. Das sind die Werte, was PVGIS für die neue Anlage mit 29,79 kW Nominalwert vorsieht, was ich erreichen sollte. Da sollte ich im Juni erreichen 3728 kWh. Aber wie gesagt, hier habe ich nur 6 Tage, ein paar Tage, wo die neue Anlage mit im Spiel war, der Rest hat nur die alte gemacht. Darum sind auch hier die Werte davor auf 0. Jetzt kommen wir noch zu meiner EEG-Vergütung, wie das vor sich geht bei mir. Die Einspeisevergütung der Gesamtanlage zum Juni 2024. Die Altanlage war im November 2021 und da hat bis 10 kWh hatten wir 7,03 Cent Vergütung und von 10 bis 40 kWh liegen wir bei 6,83 Cent. Jetzt geht man einfach, um die Mischvergütung auszurechnen, folgendermaßen hin. Nimmt die Anlagegröße mal den zu vergütenden Wert, gibt dann die 70,3 Cent. Mit der erweiterten Anlage über 10 kWh, also nur bis 8,75, mal die 6,83 gibt 59,67. Jetzt zählt man diese zwei zusammen und diese zwei gibt dann die Anlagegröße mit 18,75. Hier haben wir die 18,75 und diese zwei zusammenzählt sind 130 Cent. Jetzt nimmt man die 130 und teilt sie durch die 18,75, dann ergibt sich ein Wert von 6,937 Cent pro Kilowatt Peak für die Einspeisevergütung. Das habe ich auch bisher bekommen. Jetzt geht es weiter. Kommt die Neuanlage hinzu. Im Juni 2024 gelten folgende Sätze. Bis 10 kW sind es 8,11 Cent. Über 10 bis 40 kW sind es dann 7,03. Die werden auch wieder multipliziert. Gibt das dahinter und das dahinter genau das gleiche, 1,04, weil mein neuer Anlageteil 11,04 kW hat. Wird genau gleich gerechnet, die zwei werden wieder zusammengezählt, gibt 88,411 Cent durch die 11,04, die Anlagengröße, gibt eine Mischvergütung für die Neuanlage von 8,008 Cent. Jetzt was machen wir? Wie kriegen wir da jetzt eine Gesamteinspeisevergütung zusammen? Ganz einfach, wir nehmen die Einzelwerte aus der ersten Anlage und die Einzelwerte aus der neuen Anlage. Macht genau das gleiche. Das da haben wir zusammengezählt, gibt für die Anlagegröße. Und das da haben wir addiert, gibt dann den Wert da unten, 218 Cent durch 29,79. Anlagengröße gibt eine Mischvergütung von 7,334 Cent pro Kilowatt Peak, wo ich seit Freischalter der Anlage bekomme. Der Netzbetreiber wird sich hierzu noch melden, dann steigt auch mein monatliches Entgelt, wo ich überwiesen bekomme. Ich hoffe, das war es euch nicht zu zahlenlastig, aber definitiv würde ich keine Dachhaken verwende, die man verbiegen muss. Ihr erinnert euch daran, dass ich das mit dem Hammer verdengelt habe, rechts und links, dass der Haken nicht auf den Ziegel drauf rutscht und dort Beschädigungen anrichtet. Das hätte ich jetzt dann wahrscheinlich ein Loch reingebohrt, ein Gewinde geschnitten und hätte ihn mit einer Schraube fixiert.
hätte bestimmt auch so funktioniert. Man könnte es zu späterer Zeit, wenn man ans Dach nochmal ran muss, einfach besser eine Revision durchführen. Die Hake, die müsste ich jetzt zurückbiegen und dann habe ich echt ein Problem. Dann muss ich sowieso ein Gewinde reinschrauben, um die am seitlichen Verrutschen zu hindern. In dem Fall habe ich halt die A-Karte gezogen, wie diese Woche der ein oder andere auf dem Fußballfeld gekriegt hat. Nun stellt sich aber sicher noch der ein oder andere die Frage, warum hast du nicht eigentlich gleich so das Dach voll gemacht, wie es jetzt hier aussieht? Das ist ganz einfach zu beantworten. Damals vor 2,5 Jahren war die Anlage mit 18,75 kW doch ordentlich großzügig dimensioniert, sage ich jetzt einfach mal. Leisten konnten und wollten wir uns nichts Größeres. Der Verbrauch war natürlich auch einiges kleiner. Keine Wärmepumpe, kein E-Auto. Okay, das war damals okay, auch ohne Speicher zu bauen. Darum habe ich auch keinen Hybridwechselrichter. Dann der Ukraine-Krieg hat uns im Denken ein bisschen umdenken lassen. Und ja, generell die Probleme mit der Gastherme sind dann langsam auch aufgekommen. Die hat ein bisschen Zicke gemacht und da wäre vor dem nächsten Winter auf jeden Fall nochmal eine größere Revision angestanden. Und da haben wir halt gesagt, komm, machen wir Nägel mit Köpfen und gucken mal, was die Wärmepumpe für uns bringen könnte. Eine gute Förderung haben wir auch noch bekommen und somit war das eigentlich der naheliegende Schritt, das zu machen. Ja, der Gaspreis ist dann auch weggerannt. Corona und so weiter hat alles ein bisschen anders gemacht. Mittlerweile haben wir eine Wärmepumpe seit letztem Herbst. Dazu hat sich dann halt ergeben mit einer günstigen Anlagepreise, dass man in DIY die Anlage selber aufbaut, mit Speicher jetzt, weil wir auch eine Wärmepumpe haben, wo wir nachts auch Strom brauchen können. Das waren unsere Beweggründe. Die finanziellen Mittel haben uns es erlaubt, dass wir das eine finanziert haben, das andere konnten wir aus dem Geldbeutel zahlen. Die DIY-Erweiterung, die haben wir jetzt quasi kurz zwischenfinanziert, ist aber mittlerweile schon bezahlt. Fazit. Das Thema Erweiterung inklusive Speicher hat sich durch unsere DIY-Aktion doch ordentlich bezahlt. Bei der ersten Anlage hätte mich das damals noch nicht getraut, war mir halt auch unsicher, habe mich vielleicht auch zu wenig in das Thema eingelesen, aber ich würde es immer noch selber bauen, hätte man doch noch einiges mehr sparen können. Aber Schwamm drüber, jetzt ist halt so, wie es ist und wir sind zufrieden. By the way, ich habe euch noch versprochen, dass ich eine Kostenaufstellung mache, was mich die DIY-Anlage nun gekostet hat. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Klar kommt es noch. Gehen wir ganz schnell rüber auf die Energiewerte vom letzten Monat. Diesen Monat wollen wir gar nicht angucken. So, hier seht ihr meine Werte. Am 26. wurde die Anlage in Betrieb genommen, die neue Anlage, Elektriker war da und dabei hat er beim Anlageanmelden einen Fehler gemacht. Er hat die alte Anlage am System abgemeldet, hat die neue Anlage angemeldet und wollte die Altanlage, die erste Anlage, dazu machen. Und dann irgendwie hat er sich dabei dumm angestellt. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat er keine Ahnung gehabt von dem System. Auf jeden Fall hatte ich ab dem 27. dann tolle Werte. Aber das Problem, die Vorgängerwerte, die fehlen mir. Ich habe sämtliche Reports verloren, sämtliche Daten von den letzten 2,5 Jahren, alles weg. Mittlerweile konnte ich den Service kontaktieren. Der Elektriker hat natürlich parallel den Service informiert, was da los ist und wie man das wieder hinkriegt. Ich habe dann in Erfahrung bekommen, die Daten sind nicht weg, nur die Verknüpfung hat nicht ganz funktioniert. Das macht ein Servicemitarbeiter die Tage und ich hoffe dann, dass ich wieder meine alten Werte habe. Ich zahle ja auch dafür als Premium-Mitglied. Das kostet ja was im Monat. Und ja, ihr seht meine Anlage neu, PV-Farm 29,93 kW. Ich freue mich auf die Daten, die ich mit euch dann zukünftig teilen werde. Speicher
macht Laune. Man guckt immer gern drauf. Morgens um 7:30, 8 war der Speicher dann schon wieder gefüllt. Okay, es ist eine sehr große Anlage zu einem Speicher mit 7,7 Kilowattstunden. Kommt auch noch was. Auf jeden Fall, die nächsten Tage sollte das funktionieren. Und am 10. soll dann auch noch was passieren bei mir. Jetzt haben wir das 7.7. Am 10. gibt es dann auch noch was Neues bei mir zu berichten. Danke für euer Verständnis, dass ihr mir nicht gleich den Kopf runterreißt und auch trotzdem das Video zu Ende schaut. Daumen hoch, Glocke drücken, dann kommen wir weiter miteinander. Bis die Tage, euer Roman.